Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Was tue ich, wenn andere mir sagen, dass ich immer schuld bin? Kurz vorweg, Sie wissen, Sie können den YouTube-Kanal abonnieren und Sie wissen, dass Sie auch immer unten bei der Videobeschreibung noch hilfreiche zusätzliche Infos und Links bekommen und ich freue mich immer über Ihr Feedback. Was mache ich, wenn ich im Gespräch mit einem mir wichtigen Menschen bin, der mich beschuldigt und ich dann mit ihm ins Gespräch eintrete und in Diskussion eintrete und ich Argumente habe, wo ich ihm klar sagen kann, dass ich nicht schuld bin. Also da geht es dann wirklich um die Frage, wer hat Recht? Also das heißt dahinter, es geht um eine Machtfrage. Bin ich gleichwertig? Wer ist höher? Wer gewinnt? Und es ist wirklich ein großes Thema, wo es darum geht, gebe ich jetzt wieder nach, um des Friedens willen, oder bleibe ich dabei, dann wird so lange weitergekämpft, bis ich nachgebe, oder es wird so lange weitergekämpft, bis wir uns trennen, ohne uns irgendwie zu finden, oder wenn ich dann doch mal recht habe, dann wird sofort die Beziehung vom anderen abgebrochen und wäre blockiert oder er oder sie meldet sich dann einige Tage nicht und dann nach einigen Tagen meldet er oder sie sich dann wieder, wie wenn nichts gewesen wäre und tut so, als ob er alles normal ist und ich bin immer noch urfertig und denke tagelang nach, was könnte ich besser machen und all diese Dinge. Also, das ist ein ganz klares Machtthema, wenn es dauernd darum geht, wer ist schuld und wer ist nicht schuld, wer hat Recht, wer hat nicht Recht, wer ist der Bessere, wer ist der Schlechtere, wer muss sich bei wem entschuldigen, ganz klares Machtthema. Die Frage ist, ob Sie in diese Machtgeschichte einsteigen wollen. Ich würde empfehlen, wenn das Ihr Lebenspartner ist und Sie bei diesem Lebenspartner natürlich bleiben wollen, ja, dann würde ich mal analysieren beginnen, warum hat er so ein Machtbedürfnis oder sie? Warum will sie immer Recht haben? Dahinter steht meistens von dem, der immer Recht haben will und der immer sagt, du bist schuld, steht meistens ein schwacher Selbstwert. Steht meistens eine Unsicherheit und diese Person will auf keinen Fall als unsicher scheinen, sondern will größer werden, noch größer werden, noch größer werden und versucht dann eben, indem sie sich größer macht, den anderen kleiner zu machen und wenn der andere kleiner erscheint, erscheine ich größer. Und dadurch, dass ich eben dann größer erscheine, habe ich als der selbst unsicher ist und der kämpft, dass er sich behaupten kann, das Gefühl, naja, ich habe gewonnen, ich kann mich wieder entspannen, es ist wieder alles okay. Es passt eh. Ich krieg das eh hin. So schlecht bin ich ja gar nicht. Ich bin ja gar nicht jetzt der. Ich habe ein Recht drauf, den anderen zu beschuldigen. Ich tue ja nur das, damit wir zwei weiterhin zusammenbleiben. Das ist ja meine Pflicht, solche Dinge zu tun und so weiter. Also Sie merken schon, meistens ist da die Persönlichkeitsstörung des Narzissmus dahinter. Kann aber auch sein, dass es nicht unbedingt narzisstisch ist. Kann auch andere Gründe haben. Auf jeden Fall. Das ist fix. Es ist immer eine Selbstunsicherheit, eine Selbstwertunsicherheit, ein schwacher Selbstwert. Das ist immer dahinter. Wenn Sie jetzt beschuldigt werden und Sie stehen drüber und Sie merken, das ist lächerlich oder das ist hat keinen Boden, dann können Sie liebevoll den anderen, der Sie gerade beschuldigt, so versuchen zu beruhigen und zu trösten und zu stärken, wenn Sie selber festziehen und wenn Sie selber drüber stehen, wenn Sie sich nicht angegriffen fühlen. Auch wenn es ein Angriff ist, nehmen Sie es nicht als Angriff für sich an, sondern versuchen Sie den anderen zu beruhigen und zu bestärken in seinem Selbstwert. Sie müssen nicht sagen, ja, du hast recht und Entschuldigung und du bist eh der Allerbeste ich werde es besser machen. Das stärkt nicht seinen Selbstwert. Dann wird er vielleicht noch mehr oder sie noch mehr hinhauen, so lang, bis er das Gefühl hat, so jetzt ist der andere klein und jetzt habe ich einen höheren Selbstwert, dann geht's. Das heißt, Sie können schon in der ersten Runde so agieren, dass der andere das Gefühl hat,
Na also, jetzt fühle ich mich wieder gut, jetzt passt's, ja? Und wenn er das dann das Gefühl hat, dann kann sein, dass es dann wieder voll erledigt ist. Das ist dann gar kein Machtkampf gewesen, sondern sie haben, weil sie es verstanden haben, worum es geht, haben sie einfach seinen geschwächten Selbstwert wieder stabilisiert und dadurch ist der Machtkampf erledigt. Wenn sie merken, sie versuchen seinen Selbstwert zu stabilisieren und das nützt nichts, dann ist es ziemlich sicher narzisstisch, dann geht es einfach darum, dass der andere das wie ein Spiel sieht und dass der andere um jeden Preis gewinnen mag, um quasi fit zu bleiben, um, also wie soll ich sagen, um die Klingen zu wetzen und um das Gefühl haben, ich bin eh noch ganz gut im Fechten. Dann ist die Frage, ob sie Lust haben auf Fechten. Vielleicht ist eure Beziehung schon ohnehin ganze Zeit so, dass ihr euer Leben lang gefochten habt, ja, und noch das restliche Leben weiter fechten werdet. Okay, also dann ist das einfach eine Aufwärmübung, die notwendig ist, dass man nachher normal reden kann. Gibt's auch, ja. Also es gibt auch viele ungesunde Beziehungsmuster, die sich einfach eingebürgert haben und eingefleischt haben, wo man dann gar nicht mehr raus kann, weil es so üblich ist. Aber wenn es ihnen unangenehm ist, wenn sie das nicht wollen, wenn sie gar nicht beschuldigt werden wollen oder wenn sie genau wissen, der andere hat überhaupt nicht recht, es ist sogar umgekehrt der Fall, dass das, was er oder sie mir vorwirft, nicht auf mich trifft, sondern das ist das Thema von dem, der mir das vorwirft. Also wenn das der Fall ist, dann eben spüren, will ich da überhaupt mitmachen? Will ich aus der Situation rausgehen? Will ich aus der Beziehung rausgehen? Weil warum bin ich noch da, wenn ich immer nur klein gemacht werde? Was ist der Sinn, dass ich klein gemacht werde, dass der andere groß ist? Oder was ist der Sinn, dass ich klein gemacht werde, dass ich nur dazu da bin, ihn narzisstisch anzufüttern, dass er sich eben als der Größte, Beste und Schönste fühlt? Oder ist der sadistisch und freut sich, wenn er mich leiden sieht, wenn er mich schwächen kann, wenn er mich schlagen kann, wenn er mich auch verbal niedermachen kann? Ist ein Täter, missbräuchlich? Also da einfach jetzt analysieren und Fachleute können Ihnen sicher dabei helfen, das zu analysieren. Keiner muss sich das antun. Wenn ich dauernd beschuldigt werde, noch dazu grundlos, muss ich das überhaupt keiner antun. Wenn man sich das über Jahre antut, dann liegt wahrscheinlich eine Beziehungsabhängigkeit vor. Dann gibt es einen Grund, warum sie sich das jahrelang antun und sich niedermachen lassen und sich beschuldigen lassen. Das stärkt ihren Selbstwert sicher nicht. Das macht auch psychosomatisch krank. Das sind viele Dinge, die äußerst schädlich sind. Wenn sie sagen, ja, der Pichl hat leicht reden, ich komme da nicht raus, ich bin eben wirklich abhängig, ich will auch abhängig bleiben bis zu einem gewissen Grad, aber ich will, dass der mich nicht dauernd beschuldigt. Dann eben, wie ich es eben ganz am Beginn gesagt habe, seinen Selbstwert so stärken, dass er beruhigt ist und dass er sich in Ruhe lässt. Wenn das nicht klappt, dann ihm aus dem Weg gehen. Ist eh logisch, macht eh jeder. Wenn man sieht, da gibt's keine Gemeinsamkeiten mehr, möglichst gute Trennung. Man kann auch im selben Haus oder in derselben Wohnung leben, aber man stört sich nicht und man geht jeder seine Wege und versucht, den anderen eben nicht zu belasten, damit der halt sich beruhigen kann, dass der sein Leben leben kann und damit der nicht dauernd wieder hochfahrt, ja. Wenn Sie merken, so kann ich nicht leben, dann holen Sie sich bitte fachliche Hilfe. Es gibt eben Psychotherapie dafür, um genau diese Dinge auch zu klären. Paartherapie kann eine Lösung sein, wenn der Partner das will, aber wenn der narzisstisch komplett angetriggert ist, wird das überhaupt nichts bringen, weil der will ja nichts ändern. Der braucht weiterhin jemanden, den er unterdrücken kann, damit er sich größer fühlt. Und dann hilft nur der Abstand. Wenn er in der Paartherapie erkennt, wie sein Mechanismus ist und weil er merkt, dass er damit den anderen schwächt und wenn er das nicht will, dann muss er umlernen und ist für einen Narzissten nicht so einfach, aber man kann es mal dann ins Bewusstsein heben, man kann es ins Wort bringen und dann kann es schon gelingen, dass auch ein Narzisst umlernen kann. Also Narzissten sind nicht unheilbar, aber alle Persönlichkeitsstörungen sind deshalb so mühsam und so schwierig, weil es ein mühsames anderes Verhaltens
angewöhnen ist, ja. Also sie müssen sich das Verhalten neu erarbeiten. Und ein Verhalten ist immer eingespielt. Das ist immer automatisiert und im Unbewussten. Und das braucht viel Zeit, um ein Verhalten bewusst zu ändern und auch so zu ändern, dass es dann schon ins Unbewusste eben dann reingeht, damit das halt einfach dann normal anders wird. Es geht, aber es braucht echt viel Kraft, viel Energie, viel Zeit. Aber es gelingt. Und vor allem gelingt es dann, wenn der das selber hat, diesen Machtanspruch, um seine Selbst zu stärken, und diejenige Person, die dauernd unterdrückt ist, ja, dass die ihm dabei hilft und es nicht persönlich sieht. Das wäre so wichtig. Und Sie haben schon recht, es ist persönlich gemeint, aber es ist deshalb nicht als persönlich anzunehmen, weil die Person aufgrund von ihrer Störung das nicht anders kann. Und damit gilt sie als geschwächt oder auch als gestört oder auch als krank. Und wenn jemand krank ist, kann man ihn dann nicht für voll nehmen, sondern muss zuerst die Krankheit behandeln, wenn er sich behandeln lässt. Und dann kann man ihn wieder für voll nehmen, aber vorher nicht. Jetzt wird natürlich der Narzisst sagen, na, ich will unbedingt für voll genommen werden, sonst schwächt das meinen Selbstwert noch mehr. Und deshalb ist es ja so wichtig, dass sie als Gegenüber diesen narzisstischen Machtsehnsüchtigen, stand mit Schuldvorwürfen um sich werfenden Menschen, ihn so stabilisieren und ihn so stärken und ihn so trösten und ihn so gut führen, mit dem narzisstischen Windsegeln, ihn so gut führen, dass sie ihm oder ihr das Gefühl vermitteln, wir schaffen das, es ist okay. Das okay, bin ich von mir aus schuld, aber reg dich nicht auf, schau, dass wir einfach einen guten Weg gemeinsam finden. Und wenn das gelingt, dann kommt der Narzisst Schritt für Schritt runter, braucht sich nicht mehr so oft aufregen und kann dann wirklich für sich einen Weg finden, wo er sich selber auch stabilisieren lernt. Und das wäre natürlich das Beste. Letzter Punkt, wenn Sie merken, da ist eine Schuld, also wenn er sie oder sie eben beschuldigt werden, und er sie beschuldigt bei etwas, wo sie sagen, ja, das stimmt, ist es auch voll okay zu sagen, ja, hast recht, aber ich brauche auch Zeit, um das zu ändern, oder das geht nicht so gleich, also bitte um Verständnis. Also man kann sich ja ruhig entschuldigen, aber das ist normal, da brauche ich jetzt auch nicht in einen Machtkampf einsteigen. Wenn es stimmt, wenn es nicht stimmt, kann ich auch genauso sagen, ich sehe da jetzt keine Schuld, ich verstehe aber, dass du dich ärgerst, es tut mir leid, dass du dich ärgerst, kann ich dich irgendwie unterstützen, kann ich dich mit trösten, du bist echt jetzt so belastet vom Kanon, Beruf oder was immer, es tut mir echt weh, dich dazu zu sehen. Ich sehe, du brauchst da einfach Liebe, ich schenke dir Liebe. Dann komme ich quasi vom Thema weg und das Thema, du bist da und da schuld und du hast nicht den Geschirrspüler ausgeräumt oder was auch immer, ist dann gar kein Thema mehr, sondern wir kommen dann zu dem, was er eigentlich will. Und der jemand beschuldigt, will oft Verständnis, will oft Stärkung, will oft Unterstützung, will oft lieb gehabt werden und will getröstet werden. Also sprich Selbstwertstärkung. Und wenn sie das mitkriegen und sie können das geben, dann kann es sein, dass das wieder schnell sich beruhigt. Also alles Gute bei diesen doch für Sie oft sehr herausfordernden Angriffen. Nehmen Sie die Angriffe bitte nicht persönlich, sondern vertrauen Sie, dass Sie, wenn Sie ihn richtig erwischen, er sich wieder ganz entspannt. Alles Gute.